Ich kann dir bannen, wen ich will, wann ich will. Da können sie mir und so, ich habe ihn ja nicht mal, ich habe ihren Sohn ja nicht mal ohne Grund gebannt. Das lasse ich mir mit 42 nicht von einem Internet-Wichser erzählen. Oh mein Gott, Freunde. Das Video ist so krass geworden. Sorry, dass ich jetzt gerade so sprachlos bin, Freunde. Ich nehme das jetzt hier gerade direkt nach der Aufnahme auf. Verteile gerade noch ein paar Items auf unserem neuen Fiebel-Server. Checkt den auf jeden Fall mal ab. Die Server-IP findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Wir haben jetzt auch einen Mega-Sommer-Sale in unserem Rang-Shop. Das heißt, falls ihr euch einen Rang besorgen wollt oder ihr den Server unterstützen wollt oder uns unterstützen wollt, dann checkt das auf jeden Fall mal ab. Es lohnt sich jetzt momentan gerade mega. Ich habe jetzt gerade vergessen, im Video zu erwähnen, dass ich momentan Paysafe-Karten im Wert von knapp 100 Euro verlose. Das Einzige, was ihr machen müsst, um eine von den Paysafe-Karten zu gewinnen, ist diesem Video einen Daumen nach oben geben, einfach mal ein nettes Kommentar schreiben, den Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren. Ihr habt nur die Chance, eine Paysafe-Card zu gewinnen, wenn ihr alle Schritte befolgt habt. Das heißt, denkt auf jeden Fall dran, dass ihr alle Schritte befolgt. Ich würde sagen, schaut das Video jetzt auf jeden Fall an. Es ist echt mega krass geworden. Ich hätte niemals gedacht, dass es so eskaliert, Freunde. Und dann würde ich sagen, ja, viel Spaß beim Video. Wisst nicht, was gerade passiert ist. Ihr wisst ja, wir haben einen Server und da schreiben uns auch mal ab und zu Eltern E-Mails, dass die ein paar Aktionen, wenn ihr Kind gebannt wird zum Beispiel, nicht so gut finden. Und das können wir meistens auch ohne Probleme dann einfach klären, indem wir denen eine nette E-Mail schreiben. Und ich habe gerade mit einem Vater geredet, Freunde. Und der war einfach so aggro. Ich habe versucht, ihm das vernünftig und normal zu erklären. Und der war sehr aggressiv und ich dachte einfach mal, ich schmeiß jetzt mal die Aufnahme an. Ich kann euch mal sagen, was der mir geschrieben hat. Und deswegen wollte ich dann auch mit dem reden und dann dachte ich, ich gehe mal kurz weg und schmeiß jetzt die Aufnahme an. Der hat Folgendes geschrieben, Freunde. Sehr geehrtes Serverteam, ich bin auf höchster Potenz sprachlos. Was geschieht bei Ihnen in Ihrem Spiel? Mein 13-jähriger Sohn spielt mit viel Freude auf Ihrem Spiel und ist seit mehr als 48 Stunden ausgeschlossen von Ihrem Spiel. Das Ganze unter der Begründung Client-Modifikation. Das ist der Banngrund, wenn man quasi mit Hacks gebannt wird. Also, falls ihr nicht wisst, was Client-Modifikationen sind. Ich selber kenne mich nicht aus. Mein Sohn versicherte mir, dass er nichts getan hat. Mir bleibt der Atem stehen bei so einem inakzeptablen Verhalten. Das werde ich rechtlich verfolgen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Mit freundlichen Grüßen. Ich werde jetzt seinen Namen natürlich nicht sagen. Und ich habe mir das Ganze angeschaut. Da gibt es ein Video zu. Und da sieht man ganz klar, dass der eindeutig gehackt hat. Ich werde jetzt gleich wieder mich wieder entmuten oder ich weiß gar nicht, ist der überhaupt noch in dem Channel? Ich muss mal ganz kurz schauen. Eine Sekunde. Ja, der ist noch in dem Channel, Freunde. Ich werde mich jetzt gleich entmuten. Ich muss mir noch kurz was überlegen, Freunde. Und dann werden wir mal mit dem reden. Es könnte relativ interessant sein. Im Hintergrund werde ich ein paar Items droppen auf unserem neuen Freebuild-Server, Freunde. Da könnt ihr auch drauf joinen. Der ist 1.12. Das heißt, da habt ihr auch die ganzen neuen Items. Ich droppe jetzt hier ein paar Items. Falls ihr auch mal Bock dabei sein wollt bei so einem Item-Drop-Event, dann joint da auf jeden Fall drauf. Ich würde sagen, ich entmute mich jetzt gleich. Und dann würde ich sagen, geht's los. So, ich bin jetzt schon gerade am Items droppen und ich werde mich jetzt entmuten und seid auf jeden Fall gespannt. Es wird, glaube ich, richtig krass. Ich entmute mich jetzt. Sound Hallo, ich bin wieder da. Ach, schön, dass Sie wiederkommen. Also, haben Sie sich jetzt ein bisschen wieder beruhigt? Ob ich mich... Meinen Sie das? Ja, Sie sind ja schon etwas rauer im Ton geworden. Wir sind ja, ja, wir können ja vernünftig miteinander reden. Wenn es um meinen Sohn geht, dann kann mein Ton rau werden, wie ich das möchte. Und nicht wie irgendein Heini im Internet mir sagt. Okay, also können wir jetzt vernünftig miteinander reden. Ja, solange Sie sich auch an meine Regeln halten. Und nicht nur an Ihre irgendwelche, an Ihr Regelwerk. Was ich hier irgendwo. Aber Sie müssen sich doch vorstellen, da sind wir auch gerade bei stehen geblieben, dass wenn Ihr Sohn wegen Client-Modifikation, also wegen Hacks, gebannt wird und es einen Videobeweis dafür gibt. Ich sag Ihnen jetzt mal was. Client-Modifikation. Ich habe mit meinem Sohn gesprochen. Der ist 13. Wie soll der sich
Client-Modifikation runterladen. Sag mal, denken Sie überhaupt zweimal über die Straße oder lassen Sie sich direkt von dem Bus überfahren? Was ist denn überhaupt mit Ihnen los? Warum, das geht auch gar nicht auch anders. Nicht, Ihr Sohn da würde ja auch nicht mal... in einem normalen Ton mit Ihnen das klären zu wollen. Und das Einzige, was bei Ihnen rauskommt, ist einfach nur gelogen. Jetzt fahren Sie sich doch mal bitte wirklich runter. Ich fahre mich immer noch runter, weil ich das möchte. Ich sitze hier an diesem Ding, an meinem Feierabend, um mit Ihnen das hier zu klären, damit mein Sohn wieder bei Ihnen spielen kann. Und das Einzige, was ich von Ihnen höre, ist, dass mein Sohn angeblich mit 13 irgendwas programmiert haben soll an seinem Computer, der nebenbei gesagt auch mein Computer ist. Und mein Sohn macht sowas nicht! Das hat doch überhaupt niemand behauptet, dass Ihr Sohn etwas programmiert haben soll. Ihr Sohn hat sich einfach einen Hack runtergeladen und den benutzt. Und er wurde ja auch gar nicht für immer gebannt. Was denken Sie denn eigentlich von meinem? Dass der aus irgendeinem asozialen, auf irgendeiner asozialen, dahergelaufenen Familie kommt? Das sagt doch niemand. Was fällt Ihnen eigentlich ein, in irgendeiner Form mir sowas unterstellen zu wollen? Ihr Sohn? Ich denk mir das doch Hallo, nicht können auf. Sie sich mal bitte, der sitzt hier Hallo, können mit Sie sich Tränen mal bitte wieder beruhigen? Und sagst mir, ich gehe gleich einfach weg und rede nicht mehr mit Ihnen. Was? Ich gehe gleich einfach weg und rede nicht mehr mit Ihnen. Dann wird Ihr Sohn für immer gebannt. Ich kann mich ja... Ja, da sind Sie auch einmal leise, ne? Nein, ich kann Ihnen das ja noch mal ganz in Ruhe erklären. Ja, dann erklären Sie mein doch mal. Mein Sohn spielt auf ihrem Spiel. Ja. Verstanden? Ja. Mein Sohn möchte sich bei Ihnen auch etwas kaufen. Verstanden? Oder muss ich noch langsamer sprechen mit ihm? Ja, aber das ist doch gar nichts zur Sache. Und mein Sohn hat eben mit mir gesprochen. Ich war eben noch in seinem Zimmer. Er hat zu mir gesagt, nein, Papa, ich habe mir nichts auf meinem PC runtergeladen. Ich habe Ihnen das Video und doch gerade glauben eben Sie und Sie haben sich das wenn mein Sohn mit mir spricht, dann wird das auch der Wahrheit entsprechen. Und wenn Ihr komischer Supporter oder Ihr komischer Freiwilligendienst hier irgendwas anderes behauptet, ist das persönliches Hallo, können Sie mal bitte aufhören, den Support hier zu runter. Die Supporter sind hier und supporten. Ja, genau, wir machen einen Scheißjob. Was, denn es können kann Sie ja nicht mal sein, bitte runterfahren, dass ein 13-Jähriger hier von Ihrem Spiel ausgeschlossen wird, bei so einem banalen Grund. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe schon immer gesagt, dass das hier einfach nur eine Scheiße ist. Also, was soll ich denn jetzt Ihrer Meinung nach tun? Erzählen Sie doch mal. Wenn ich mit meinem Sohn spreche, haben Sie Kinder? Haben Sie ein Kind? Nein, habe ich nicht. Genau, da sehen wir das doch. Wenn ich mit meinem Kind spreche, was erzogen ist, was weiß, wie man sich zu verhalten hat und es mir verspricht, dass es nichts getan hat, dann ist das auch so. Und da kann sie einfach mal die Klappe halten. Und wenn ich ihn sogar noch per E-Mail den Sachverhalt schildere und ihn auch noch sage, dass mein Sohn mir versichert hat, hier nicht in irgendeiner Form was gemacht zu haben, dann haben sie das auch mal hinzunehmen. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein! Also... Nur ignorante aber Menschen! Aber wo kommen wir denn da hin, wenn jeder... Wenn Sie meinen Sohn gesperrt lassen, dann werde ich dagegen vorgehen! Und wenn ich zur Polizei gehe, und wenn ich zu meinem Anwalt gehe, das wird Folgen für Sie! Das grenzt ja schon an Mobbing! Das kann ja nicht sein! Das hat doch mit Mobbing gar nichts zu tun, wenn ich Ihren Sohn von meinem Server banne, beziehungsweise bannen lasse, weil... Können Sie jetzt mal bitte mich ausreden lassen? Sie kommen hierher, ich bin so freundlich und rede mit Ihnen, will Ihnen das erklären, und Sie verhalten sich hier gerade so dermaßen asozial, das hätte ich nicht von Ihnen erwartet. Sie sind ja eine erwachsene Person. Sie sagen zu mir, ich verhalte ja, mich asozial. Ja, das tun Sie. Und wissen Sie was? Ich kann hier bannen, wen ich will, weil es nämlich mein Körper ist. Was fällt Ihnen eigentlich ein, mich asozial zu nennen? Mich asozial zu nennen?
Ich möchte einfach nur in Ruhe mit Ihnen das Ganze klären. Ja, ich habe versucht, das mit Ihnen in Ruhe zu klären. Ja, aber ich habe ja versucht. Sie bleiben ja anscheinend nicht fähig, das in Ruhe zu klären. Die scheinen ja durchgehend jetzt gerade an. Der ist 13, was denken Sie sich eigentlich? Dass der hier rumprogrammiert oder was? Ich habe Ihnen schon mal gesagt, dass niemand Ihrem... Dass ich hier mit einem... Wenn Sie, hallo, jetzt, spreche, ich will, dass Sie sich jetzt mal beruhigen, weil sonst werde ich nicht mal mit Ihnen reden. Und mir erzählen will, dass ich asozial bin. Sie haben doch wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank, sagen Sie? Das ist Ihr Ernst und jetzt Sie gerade? Sie brauchen mich auch nicht nachimitieren, sonst hat das für Sie Folgen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin absolut sprachlos. Mit Intelligenz mit Ihnen spricht, mit Intellekt, das, was Sie nicht haben. Ich muss das Einzige, was Hallo. Sie haben, ist jetzt ein fahren Spiel, Sie sich doch. Ein lächerliches Spiel. Ich glaub's nicht. Ich glaub's echt nicht. Ich muss auch sagen, ich find's auch schon ein bisschen lustig. Das habe ich ja noch nie erlebt. Ach, das finden Sie auch noch! Was denken Sie denn, was Sie damit jetzt erreichen? Ich bin hier hingekommen mit der puren Intention, das Ganze hier zu klären. Das Einzige, was Ihnen einfällt, ist mit mir zu sprechen, als wäre ich ein dahergelaufener Neger. Und das ist das, was mich mal, stört. Können Sie jetzt mal sich im Ton mäßigen? Ein dahergelaufener Asylant! Ich spreche mit ihm in einem vernünftigen Ton. Nein, das tun Sie Einzige, gar nicht. Was ihm einfällt, ganz ist, ehrlich. Mit mir zu sprechen, als wäre ich ein Stück Müll. Sie sprechen gerade mit mir, als wäre ich ein Stück Müll. Und wissen Sie was? Das sind Sie auch. Und wie gesagt, wenn mein Sohn nicht entbannt wird, ich kann dann hier, wie gesagt, ich sag vorgehen, jetzt noch einen, Sie kleiner Wichser. Die kleine Nein, wissen, nein, wissen Sie was? Wissen Sie was? Da, dieses Gespräch führt zu gar nichts mehr. Genau, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns wieder. Und wenn Sie mit meinem Anwalt in Kontakt treten, Ach, mit Ihrem Anwalt, dann lernen wissen Sie, was? Mich von einer anderen ich kann Seite hier bannen, kennen. Und wen die, ich nicht will, gefallen, da können Sie mir will. Glauben. Da können Sie mir und glauben. Und so, ich habe ihn ja nicht mal, ich habe Ihren Sohn ja nicht mal ohne Grund gebannt. Und Sie kommen hierher, schreien mich an. Was ist denn nicht richtig mit Ihnen? Sie sind ein originales Arschloch, wissen Sie das? Ich. Ja. Ich. Ja. Soll ein originales Arschloch sein? Ja. Was fällt Ihnen ein? Das reicht mir. Ich würde mal sagen, im Gegensatz zu dem, was Polizei Sie hier gerade von sich gegeben haben, ist das ja noch harmlos. Dafür werde ich sorgen. Da können Sie mir glauben. Ja, dann sorgen Ihr Sie mal Spiel dafür. Ihr Spiel werde ich nicht machen. Und wenn es das Letzte ja, ist, ja, was ich tue, ja, so ja. Sprechen Ihr Sohn, mit Ihr Sohn bleibt gebannt. Und auch erst recht nicht, so ein dahergelaufener Ihr Sohn bleibt gebannt. Na, genau, gehen Sie mal und machen Sie die Fresse. Ja, Ihr Sohn bleibt gebannt, ne? Philipp, mach das hier aus! Philipp, mach das jetzt hier aus! Hallo, können Sie mir bitte aufhören, Ihr Kind so anzuschreien? Ich kümmere mich darum. Und wenn dieser Scheißwichser dafür bis ans Ende seiner Tage leidet, das lasse ich mir mit 42 nicht von einem Internet-Wichser erzählen. User disconnected from your channel. Ey, ohne Scheiß, Freunde. Hätte er noch weiter so gemacht, ich hätte ihn zurückbeleidigt irgendwann. Das ist ja nicht mehr normal. Der hat ja einen kompletten Dachschaden, Freunde. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe die Aufnahme angemacht. Der war, bevor ich habe ja mit ihm vor der Aufnahme schon geredet. Und da war er niemals, da war er niemals, ich bin sprachlos, Freunde. Ey, ohne Scheiß, der ist ja so ausgerastet. Ey, lass dafür auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und ey, ich weiß gar nicht mehr, was ich da jetzt noch zu sagen soll. Checkt auf jeden Fall unseren Server ab. Würde mich mega freuen. Die Server-IP findet ihr oben in der Videobeschreibung. Denkt dran, wir haben momentan auch einen mega coolen Sommer-Sale auf alle unsere Ränge. Da, ja. Sorry, Freund, ich glaube, ich beende jetzt das Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.